leichter durch den Körper zu arbeiten, wie ich das immer sage, dass sie durch den Körper schwingen. Wenn ich diese Bilder, diese ersten gesehen habe, auch in der, vor allen Dingen in der Trabtour, waren mir die Pferde einfach zu deutlich hoch und überm Zügel, dass das nicht so schön an der Senkrechten war, sondern die sahen für mich auch etwas durchgebrochen aus. Die haben sehr, sehr gut piaffiert, das hat mich gewundert. Aber in der Passage wie in der Piaffe, vor allen Dingen in der Trabtour, sahen die Pferde nicht locker im Rücken aus. Wenn ich an die Reiter geguckt habe, das sah nicht aus, als wenn die sich haben gut sitzen lassen. Ja, wenn die dann so oben sehr, sehr hoch hingestellt waren. Also Galopptour, das ging auch noch gut, aber ich finde, dass das einfach übertrieben war. Dass da wir Pferde brauchen, dass wir die einfach etwas runder haben müssen, dass wir die etwas länger im Hals haben müssen, um einfach schöner im Rücken und im Körper arbeiten zu können. So. So, das ist der Quarterhole mit dem Wolfhard, Hengst von Quarterback Donnerhall. So, ein Sechsjähriger, mit dem wir uns jetzt vor allen Dingen auch an die fliegenden Wechsel und nochmal gleich an die, in erster Linie auch an diese Trabtour, an den Schulterreihen Traversale und an dem schwungvollen Abfußen arbeiten wollen. Genau, er ist jetzt noch hier in der Lösungsphase und wir sehen, der Hengst war sehr, sehr aufgeregt, war stand sehr, sehr hoch oben dran, so im Schritt. Ne? Also er ließ sich noch nicht so gut los und auch jetzt, Wolfhard, müssen wir unbedingt dran arbeiten. Genau, aber da kommt er hin, dass du den so ein bisschen mehr den Hals fallen lassen kannst. Ne? Genau, und da würde ich viel gebogene Linien arbeiten, weil es da einfach leichter ist, das Pferd auch da eben innen schon so ein bisschen leicht zu machen, an den äußeren Zügel zu bekommen. Genau. Lass dir ruhig so ein bisschen Zeit, dass er wirklich erst loslässt, weil das ist ja hier auch eine Atmosphäre für diese jungen Pferde. Ich war überrascht, wie gut der Dreijährige das mitgemacht hat und vor allen Dingen natürlich auch das Schimmelpony, aber das hat natürlich auch schon viele Erfahrungen, das war schon auf vielen Championaten. So ein Sechsjähriger, der braucht so ein bisschen länger. Genau, ganz leicht die Stellung links. No, noch steht er mir oben so ein bisschen zu fest. Ne? Ich möchte einmal gerne sehen, dass er sich noch so ein klein wenig, dass du ihn noch so ein bisschen länger kriegst einmal dabei. Ne? Genau, er arbeitet dran, richtig. Und dann muss sich so ein Pferd auch, und das darf auch mal sein, dass er jetzt am Anfang etwas enger ist, damit ich ihn überhaupt etwas tiefer eingestellt kriege. Und mir ist auf jeden Fall wichtig, ich möchte nachher, dass er sich nach vorne an den Zügel ranstreckt, dass sie wirklich die Nase vorne an die Senkrechte kommt und das Pferd dem Zügel folgt. Aber um ihn offen zu werden, gerade wenn er jetzt hier so ein bisschen nervig ist und ein bisschen festgehalten ist bei all den Pferden, da muss ich ihn auch vielleicht eher erstmal ein bisschen eng und tief machen, um ihn dann länger zu bekommen. Das ist mir dann immer noch lieber, wenn ich den etwas eng und tief habe. Wichtig ist ganz wichtig, tief. Ich will nicht dieses oben hochgestellte, dieses einfach so eng gemachte im Genick, sondern wir wollen ja versuchen und ihn zu seinem Glück zwingen, dass der wirklich den Hals etwas länger macht, damit der Rücken loskommt und dass der nachher etwas schöner im Rücken arbeiten kann. Genau so. Und dann auch ruhig, wie du das gemacht hast, Wolfhard, an der langen Seite, wenn er dann so ein bisschen rechts so feststecken bleibt. Einfach mal so ein bisschen mehr nach rechts stellen, genau. So, leg dir ruhig nochmal hier einen Zirkel an. Richtig. Und jetzt ganz vorsichtig, jetzt ist ja ganz das Gefühl, wenn ich den da habe, der ist ja auch leichter, der ist ja gar nicht stramm. Der ist jetzt ja nicht so zusammengezogen, wenn ich jetzt sage, den hat er ja nicht damit irgendwie mit Kraft und mit Gewalt so eng gemacht, sondern jetzt habe ich den ein bisschen tiefer, jetzt ganz mit Gefühl, mit dem Finger versucht, den mal so ein bisschen mehr noch zu öffnen, dass er jetzt nochmal nach vorne dahinterher geht. Versuch mal so ein klein wenig Zügel aus der Hand kauen zu lassen. Genau, genau, und ruhig noch mehr, genau. Lass ihn mal nach vorne ran. Richtig. Genau das. Er muss dahin, dass er, wenn ich jetzt die Hand vorgebe, dass er nach vorne dahinterher geht. Gut. So, genau, prima. Genau da will ich den hinhaben am Anfang. Ruhig noch mal einmal die Hand wechseln. Und lass dir ruhig Zeit damit, Wolfhard, dass er das wirklich erst macht. Ja, genau. Ja, genau das ist es. Wenn der nämlich da oben stehen bleibt und wenn er noch so schön trabt, der lässt nicht los im Rücken und der würde mit Sicherheit sich eben dann noch anders bewegen, wenn er sich wirklich in die Hand vorne reindeht und den Rücken etwas anhebt. Wir sagen ja immer, der Hals, darum geht es ja. Es ist ja nicht nur das Enge, sondern dass der Hals wirklich, dass der Kopf an den oberen Halsmuskeln aufgehängt ist. Die Muskulatur setzt ja oben am Widerrist an. Und wenn das Pferd, der Kopf an den oberen Halsmuskeln aufgehängt ist und nicht an den Unterhals abgestützt ist, dann zieht er ja den Rücken hoch und das Pferd wölbt wirklich den Rücken auf. Man fühlt es als Reiter ja auch noch mehr von oben, als das so sieht, wenn der anfängt, im Rücken zu arbeiten. Das sieht man bei vielen Pferden, die
dass sie sich ganz anders sitzen lassen, in dem Moment, wo die wirklich dann loslassen und den Rücken aufwölben. Genau, jetzt geht er nochmal, noch ein bisschen mehr nach vorne, richtig. Genau das. Und wie wir eben schon gesagt haben, bei dem Pony, der war nach 5 Runden links und rechts und war da völlig, streckte der sich hin, war völlig losgelassen. Jetzt brauchen wir für den halt ein bisschen länger. Wenn wir das gesagt haben, lösen so kurz wie möglich, so lange wie nötig. Und es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn ich so Pferde, sensible Pferde habe und ich komme zum Turnier. Ja, dann kann das ganz lange dauern. Und ich weiß, dass ich mit meiner Stute, waren zu ihr das Werter, die war auf einer Seite genial, weil die so sensibel war und so schön zu reiten war, dann auch wenn die durch war. Aber wenn die nervig war, weil die irgendwo ihr die Atmosphäre nicht passte, dann konnte ich den ersten Tag auf dem Turnier, habe ich fast eine Dreiviertelstunde nur gelöst, bis ich die dazu hatte, dass die sich hinstreckte. Und das Allerwichtigste, so ein Pferd, was ziemlich heiß war und immer Drang hatte, bis die aufhört zu rennen. Und da ist ja ganz wichtig, was ich jetzt zum Beispiel in dieser Lösungsphase, wenn ich vorher gesagt habe, das ist ja einerseits die Muskulatur losmachen, aber noch wichtiger ist ja bei diesen nervigen Pferden, dass sie loslassen, dass sie losgelassen sind. Weil das ist ja das Entscheidende. So ein heißes Pferd, den kann ich ja nicht müde machen. Ja? Der bleibt ja am Laufen. Wenn ich einen habe, der richtig grelle ist und der immer will, den kannst du 2 Stunden galoppieren. Der hört nicht auf zu rennen. Aber das Einzige ist, das kann ich sagen, es gibt nichts Schlimmeres als ein heißes, müdes Pferd. Ein normales, kräftiges Pferd, wenn das heiß ist, ist schon nicht so einfach zu arbeiten. Aber wenn die nachher müde werden, dann rennen die immer noch, aber fangen dann eben noch schwieriger, sind die aufs Hinterbein zu bringen und fangen noch schwieriger, auf dem Bein zu halten. Deswegen, wenn ich dann solche Pferde habe, die mir weglaufen, das ist zum Beispiel auch, ich habe so lange leicht getrabt auf dem Zirkel, bis ich auch bei der die Hand vorlassen konnte und die läuft mir nicht mehr unter den Hintern weg und die blieb in ihrem normalen Trab. Denn wenn ich richtig versammeln will, dann muss das ja von hinten nach vorne kommen. Da muss ich etwas zum Treiben kommen. Das ist ja auch beim sensiblen Pferd, komme ich überhaupt nicht mit Sporen da dran. Ich hätte den Grand Prix auf der Stute, sage ich mal, immer ohne Sporen reiten können, nur mit der Wade. Aber ich muss auch selbst mit der Wade etwas zum Treiben kommen, um nachher das Pferd versammeln zu können. Und solange der mir unter dem Hintern wegläuft, komme ich ja dann auch gar nicht zum Treiben. Aber genau das sieht doch schon gut aus. Jetzt würde ich noch ein bisschen mehr nach vorne, aber genau das. So, und jetzt, wenn wir das gesehen haben, was davor waren, muss ich jetzt zum Beispiel auch einfach mal, ich kenne das Pferd jetzt ja auch noch nicht so gut, werde ich damit zufrieden, weil ich sehe, lass nochmal die Hand etwas vor. Genau, nochmal länger, lass einfach mal Zügel aus der Hand kommen lassen, genau. Ne, der bleibt mir jetzt super, einmal Schritt, prima. Der bleibt mir jetzt zwar für den Idealfall, hätte ich den jetzt gerne noch mit der Nase ein bisschen mehr nach vorne, aber ich konnte sehen, der lief nicht weg. Und er ging jetzt hinter dem Zügel hinterher, selbst wenn es das mit etwas engem Genick noch war. Schritt jetzt sehr schön. Wenn wir eben gesehen haben, als er reinkam, der Film lief, da war er sehr, sehr angespannt. Er eilte im Schritt, der rannte ja richtig im Schritt und er kam nicht richtig zum Schreiten. Ne? So, wenn er jetzt hier noch so ein ganz klein wenig früh abfußt, er tritt sehr schön weit über. Aber dieses, genau, jetzt haben wir im klaren Viertakt, dass wir genau dieses V bilden, dass man immer das Gefühl hat, der tritt sich mit dem Hinterbein vors Vordereisen. Dann habe ich genau diesen absolut korrekten Viertakt. Sehr gut. Lassen wir ihn sich so ein ganz klein wenig im Schritt erholen und dann würde ich auch mit dem jetzt schön einmal gleich diese Trab-Galopp-Übergänge bitte reiten wollen. Auch einmal, dass er sich wirklich loslässt. Hals fallen lässt und das ist natürlich dann oft auch bei so einem, der hat natürlich auch so eine Halsung, diese Hengsthalsung, dass der einem ganz, ganz schnell oben so eng entgegenkommt. Das ist ja auf der einen Seite ein wunderschönes Bild oft, aber Pferde, diese Hengste sind wesentlich schwieriger in diese richtige, etwas längere Dehnungshaltung zu bringen, weil die eigentlich eben diesen von der Muskulatur her so nach oben gesetzte Halsmuskulatur, die ja positiv in der Aussitz, aber man muss sie auch in die richtige Halsung bringen. Sehr gut, jetzt der Schritt kommt, wird immer sicherer im Schreiten. Wolfrat, dann trab ihn nochmal an, mach doch auch einmal so auf dem Zirkel deine Übergänge, einmal so im Aussitzen Trab und Trab Galopp, ganz kurz. Genau, versuch gleichmäßig schön an der Längsbiegung zu arbeiten, ne? So ein bisschen gestellt und gebogen hast. Genau. Guter Arbeitstrab, galoppieren daraus mal. Sehr schön, jetzt wird er besser im Hals als eben noch im Leichtrahmen, genau. Ja, und im Galopp wird jetzt, da kommst du ja eher schon, der eilt ja nicht genau. Und da würde ich jetzt schon versuchen, die Sprünge so ein bisschen länger zu machen. Ja? So, im Trab hat man eher das Gefühl, er ist ja noch so ein bisschen eilig. Im Galopp bleibt er jetzt ja bei dir. Und dann versuche ich in der Lösungsphase schon lange Sprünge. Auch wenn die Pferde dabei etwas auf der Vorhand, und die sind ja noch mehr auf der Vorhand und dürfen das auch für mich sein,
in der Lösungsphase, aber ich versuche da schon große, lange Sprünge zu machen, sehr gut. Und ruhig noch mal ein bisschen mehr hinterher treiben. Und dann versuche ich immer, so vorsichtig, genau, jetzt gehen wir um den Zirkel, wie viel kann ich vorwärts reiten, bevor der Galoppsprung nicht mehr länger, sondern schneller wird, am Zirkel. Und dann muss ich den versuchen. Das ist jetzt zum Beispiel einer, den ich versuchen würde, im Ablauf langsamer zu machen. Weil er hat ja eine deutlich höhere Frequenz. Wenn wir eben an den Schimmelpony gedacht haben, der war ja ganz groß und energisch, aber immer so ein bisschen das, come on, hier, mach mal hinten, ne? So ein bisschen schneller das Hinterbein. Und der ist ja ganz anders, der ist ja eben deutlich fleißiger, deutlich schneller. Den würde ich jetzt etwas langsamer machen wollen, damit ich zum Beispiel auch eben jetzt zum Treiben komme. Ich kann den ja nur so, sehr gut. Und jetzt nachtreiben, genau so. Und dann versuche ich nachzutreiben, wenn ich diese etwas mehr Ruhe in dem Galopp drin habe und die Frequenz ist langsamer, um den länger zu machen. Jetzt bleibt mal ganze Bahn und auch in der Lösungsphase, lass ihn ruhig noch mal so ein bisschen größer galoppieren, wieder komm, fang da jetzt schon an, versuch etwas längere Sprünge zu machen. Aber schön in der Halsung jetzt, noch einmal im Zirkel. Genau, mach ihn noch mal einmal etwas länger, versuch noch mal einmal, lass mal so die Zügel hinterher gehen, weil sieht mir genau aus, wenn er das jetzt machen würde, noch mal, ruhig noch ein bisschen länger, genau. Genau, prima. Noch mal ein Übergang zum Trab, einmal kurz andere Seite. Genau, auch das war ein sehr schöner Übergang vom klaren Galopp aus dem ruhigen Arbeitsgalopp in den ruhigen Arbeitstrab. Mach noch einmal die rechte Seite. Genau, so. Einmal rechte Hand, gut die Stellung. Noch gar nicht höher nehmen. Und jetzt noch mal einmal Galopp hier auf dieser rechten Seite. Sehr, sehr, Sie haben gesehen, einen ganz bedeutenden Trab, wenn man ihn jetzt schon sieht. Da habe ich schon Fantasie, was daraus wird, wenn der nachher richtig versammelt ist. Wie groß und wie langsam lachen, haben Sie das nicht gesehen? Ich kenne den jetzt nicht, aber da sehe ich, wenn ich ihn so traben sehe, denke, mein Gott, wenn du den nachher ein bisschen versammelst, dann kommt der so angetrabt. Und im Galopp ist er jetzt ein bisschen vermeintlich etwas schwächer. Und da müssen wir jetzt, wie gesagt, in dieser Lösungsphase, ganz genau, Ruhe und lang. Ruhe und lang, da hat er wesentlich so langsam und dann nachtreiben. Langsamer machen und länger im Hals und größere Sprünge, Wolfrat, versuchen, genau. Jetzt schon mal schieben, richtig, richtig, genau. Wenn ich diese Ruhe da drin habe, dann komme ich zum Treiben und dann kann ich versuchen, den Sprung, der jetzt ja nicht schlecht, das ist ein guter Galopper, wenn ich in dem Trab jetzt eben gesehen habe, guter Galopp, aber längere Sprünge über mehr Boden. Weil wir haben ja gesagt, guter versammelter Galopp, der ist natürlich bergauf, der soll richtig tragen, aber der soll natürlich auch viel Boden machen. Weil wenn ich einen habe, ein gutes Pferd heutzutage mit sehr guter Galoppade, dann muss ich mit meinen 60 Metern, wenn ich 9,2er habe, dann muss ich vorne anfangen und hinten zu Ende sein. Dann habe ich immer das für mich immer, sage ich, genau, jetzt habe ich die Galopp in der richtigen Länge,